So, herzlich willkommen gleich zum nächsten Part der Wager Road to Glory mit Belgien. Wir haben ja gestern die Staffel gestartet und heute geht die weiter. Auch in den nächsten Tagen werde ich euch da mit der Wager Road to Glory vielleicht ein bisschen mehr vollspammen, weil ich eine Woche weg bin und dann ein bisschen voraufnehmen kann, muss, damit ich euch versorgen kann. Und da bietet sich halt so eine Serie eigentlich recht gut an. Aber eigentlich schon genug geredet. In dieser Episode starten wir gleich mal in einem Wager Match um Junior Malanda. Unser gegnerisches Team sieht so aus im Prinzip. Brasilien, Hybrid mit Depay und Lucadia. In der Abwehr ist so ein bisschen Bundesliga mit Kirchhoff beispielsweise und auch Fährmann. Aber das war ganz egal, denn nach 8 Minuten oder nach 9 Minuten sind wir 1-0 durch Boyata in Führung gegangen nach dieser Ecke mit einem wunderbaren Kopfball, obwohl man das eigentlich gar nicht in FIFA 14 sagen kann, an die Latte und dann springt der Ball Gott sei Dank, hinter die Linie und somit führen wir hier 1-0 und wir haben ja gut weitergemacht über Batshuayi und der mit einem wunderschönen Lupfer in der 16. Minute gleich mal zum 2-0. Und ich wollte mal schnell fragen, ob ihr wollt, dass ich auch mal in der Wager Road to Glory ein bisschen über die WM rede, denn es könnte sein, dass die Road to World Cup mit Südamerika gar nicht mehr kommt, weil ich da gerade ein paar Probleme mit dem Aufnehmen habe. Während dass ich das sage, hat einfach mal Ilombe Mbojo einen wunderbaren Longshot oder wunderbaren Finesse in den Winkel gehauen. Also meine Frage der Episode mal an euch, habt ihr auch Bock in der Wager World of Glory, wenn ich nicht die ganze Zeit über das Claim, heute ist irgendwie schon der Wurm im Tequila, meine Fresse, Mann. Also wollt ihr, dass ich auch mal ab und zu in der Wager World of Glory über die WM rede oder soll das lieber in einem separaten Video sein und hier sollte ich mich nur auf das Gameplay konzentrieren? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, heute muss ich noch mal aufs Gameplay eingehen und ja, das ist gerade das 4-1 für uns durch Ilombe Mbojo. Aber wenn ihr wollt, dass ich über die WM rede, kann ich ja schon mal, wenn ich nicht über die WM reden soll, kann ich ja beispielsweise mal über Spieler, über FIFA reden. Und beispielsweise über den 90 gerateten Miroslav Klose. Hat er ja bekommen, weil er jetzt den Torrekord bei der WM aufgestellt hat, also allermeisten Tore bei allen WM, so versteht er schon. Das ist schwierig zu erklären, wie man so in einem kurzen Satz sagen möchte, geht das gar nicht so schnell. Also, die meisten Tore für alle WMs, an denen er mal teilgenommen hat, sind seit 16, eins mehr als der brasilianische Ronaldo, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich selber. Dafür hat er diese 90 geratete Karte gekriegt, die einfach mal absolut extrem pervers aussieht, glaube ich, mit 90 Tempo. Ich weiß nicht, wie viel Dribbling, ich glaube auch 90, 93 Schuss auf jeden Fall und 99 Kopfball natürlich. Ich habe so Bock auf die. Die wäre so unnormal geil. Ich will die auf jeden Fall reviewen, aber sie ist mir gerade noch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Mal gucken, wie weit sie noch runtergeht, wenn sie in den, ja, annehmbaren Preis kommen, dann würde ich die auf jeden Fall mehr kaufen und dann euch ein Review sofort rausklatschen, vor allem weil ich Klose extrem liebe und die Karte einfach nur mal unnormal aussieht. Im zweiten Spiel dieser Episode, aber mal wieder aufs Gameplay einzugehen, geht es dann um den ersten Inform-Spieler in dieser Serie und zwar um Bosshut Inform. Also wollen wir unseren Torwart ein bisschen verbessern. Ich habe ja gesagt, ab und zu wird es in dieser Serie so sein, dass die Silber Rare-Spieler durch Silber-Inform-Spieler ersetzt werden, weil einfach keine guten Silber-Rare-Spieler auf dieser Position vorhanden sind. Und das ist halt einfach bei Bosshut gerade der Fall. Ich könnte natürlich Kuhn Castells nehmen. Ist jetzt aber an und für sich kein Upgrade gewesen. Deswegen einfach gedacht, nämlich Bosshut Inform ist viel cooler und ist auch ein bisschen teurer. Deswegen ist so ein bisschen mehr Einsatz im Wager-Match. Und das macht dann euch ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß zuzugucken. Wir gehen aber jedenfalls in diesem Spiel erstmal 1-0 in Führung durch Batshuayi. Unser Gegner konnte dann aber durch Fidel Martinez, der sich ja gegen Thiemann irgendwie durchsetzt, ausgleichen. Nur ein paar Minuten später. Wir dann wieder kurz vor Halbzeit in der Führung durch Ilombe Mbojo, der den Ball hat und dann einfach ohne Probleme und unspektakulär am gegnerischen Torwart vorbei ins Tor schießt. Aber unser Gegner war ganz gut, hat nie aufgegeben und ja, nur ein paar Minuten wieder später kommt Owusu Abeji über den rechten Flügel gerannt und gerannt, zieht dann nach innen, bricht dann wieder ab, zieht dann wieder über den Flügel, bricht dann wieder ab, nein, tut er nicht, denn er flankt einfach und in der Mitte ist Chikaoui in der 40. Spielminute und ja, der macht einfach hier easy cheesy aus 3 Metern hier das Kopfballtor. Dann aber nochmal kurz vor der Halbzeit, wir mit einem Freistoß. Der war nicht so geplant, aber das hat ganz gut funktioniert. Ich habe einfach nur verdrückt. Ich wollte eigentlich nicht auf Passen drücken, sondern einfach mir einen zweiten Spieler ranholen. Aber ich war einfach dumm und ja, diese Dummheit hat sich gerade ein bisschen ausgezahlt, denn irgendwie kam der Ball dann zu Batshuayi und der hat mir auf dem Mbojo gespielt. Der hat den Nachschuss dann reingemacht und somit führen wir 3-2. Das war aber auch nur wieder vorübergehend, denn erneut gleicht Fidel Martinez in der 69. Spielminute aus und ist alles wieder auf 0 gesetzt. Also 3-3 nach etwa 70 Minuten. Aber Gott sei Dank konnten wir kurz vor Ende über
über Bakkali nochmal hier zum Angriff kommen. Bakkali holt hier erstmal den Freistoß raus aus einer sehr, sehr, sehr gefährlichen Position. Kann man, glaube ich, auch so vertreten. 25 Meter Torentfernung. Und diesen Freistoß soll dann nicht Lamar, sondern Ojicha Ofoe treten. War nicht Ojicha Ofoe, letzte Folge noch geholt. Und dann hier mit einem wunderbaren Freistoß, mit viel, viel Kraft und viel, viel Wucht in der 86. Spielminute zum 4:3 für uns. Und das war gleichbedeutend mit dem Siegtreffer. Und das war gleichbedeutend, dass noch ein Tor fällt. Und zwar erstmal über Dimitri Payet. Und ja, das war ein bisschen chaotisch hier. Unser Gegner holt ein Torwart raus. Und dann, ja, hatten wir nochmal das 5:3 durch Batshuayi erzielt. Aber das war dann wirklich auch das letzte Tor in diesem Spiel in der 90. Spielminute. Und somit kommt Bossut in unser Team. Also Bossut in Form natürlich. Dann gucken wir uns mal schnell die Statistiken an, die ich ja meistens nach den Spielen einblende. Wenn das mal nicht so ist, dann ist einfach mal FIFA nach dem Spiel abgekackt, deswegen tut mir das dann leid. Das ist nicht so, weil ich mich irgendwie für die Statistiken schäme. Nein, das ist dann einfach nur irgendwie ein Fehler vorm Spiel gewesen. Aber somit erstmal Bossut in Form in unsere Mannschaft, 83er Rating. Sieht ganz vernünftig aus für einen Silberspieler, kann man nicht meckern. Und ja, das war bis jetzt eigentlich unser größter Wertgewinn natürlich, weil es halt erstmal ein Inform ist. Und hat uns 26k in die Kassen gespült. Und bis jetzt haben wir 5 Spiele gespielt und 5 gewonnen. Und im 6. Spiel, was wir vielleicht auch noch gewinnen können und auf jeden Fall gewinnen sollten, geht es um Wütens. Das ist eigentlich auch nur eine vorübergehende Lösung, denn er hat eigentlich ziemliche Scheiß-Stats, ist sehr, sehr langsam, hat auch nicht so den übertriebenen Kopfball dafür, weil normalerweise sollen ja die langsamen Spieler Kopfball und Zweikampfschlag sein. Ist Wütens nicht so wirklich, er ist besser natürlich, aber auch nicht so krass, dass man sich das lohnen würde, den länger im Team zu behalten. Und deswegen die Notlösung Wütens, weil es halt keinen besseren gibt, soll dann in unsere Mannschaft kommen. Und ja, der Weg wird erstmal dadurch geebnet, dass Michi Batshuayi in der 26. Spielminute den Führungstreffer für uns erzielt. Aber dann kam der Ausgleich von unserem Gegner. Das war leider nicht drin, weil irgendwie wieder so ein komisches Schwarzbild in meiner Aufnahme drin ist. Ich habe ja erzählt von so ein paar Problemen bei der Aufnahme. Das war beispielsweise bei der Aufnahme so, dass da dieser Fehler auftrat. Egal, unser Gegner hat dann kurz vor der Halbzeit so ein komisches Krüppeltor geschossen. Ja, weil mein Innenverteidiger und mein Torwart sich da nicht einig werden konnten. Das war auf jeden Fall das 2:1. Kurz nach der Halbzeit war dann Michi Batshuayi da und hat mit diesem wunderbaren Lupfer in der 47. Spielminute ja, den Ausgleich wieder erzielen können. Und ja, während der Schlussphase ist dann nochmal Lombe Mboyo auf dem Weg zum Tor. Hat erstmal Schwierigkeiten bei der Ballannahme, aber dann ist er frei durch und kann einfach easy abschließen in der 75. Spielminute zum 3:2 für uns. Und das war gleichzeitig der Siegtreffer in diesem Spiel. Wir gewinnen also auch das letzte Spiel dieser Episode mit 3:2. Und das war unser 6. Spiel mit dem 6. Sieg. Und somit findet erstmal Wütens, ein Innenverteidiger-Upgrade, den Weg in unsere Mannschaft. Das war's auch wieder von der Episode. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, ob ich auch in der World Cup Lobby über die WM sprechen soll oder nicht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag heute mit dem WM-Spiel Niederlande gegen Argentinien. Und das war's dann auch jetzt mal. Ich sage vorübergehend zumindest. Ciao.